Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Epic Vinyl Box von Flair und Jalil. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, Epic von Flair und Jalil in der Vinyl Edition. Am 30.06. diesen Jahres kam ja Epic normal die Box und jetzt, fast 3 Monate später, kommt noch eine Vinylbox dazu. Wir werden mal die Folie abmachen und uns das Ganze dann in Ruhe ansehen. Also ich muss gleich mal vorab sagen, das ist die größte Box, die ich in Sachen Deutschrap je in der Hand hatte. Also ist die Frage, was man im Nachhinein mit der macht. Da kann ein mittelgroßer Hund drin schlafen oder könnt ihr ein Kleinkind drin verstecken. Ich weiß es nicht. Also die ist echt verdammt groß. Wir haben auf der Vorderseite lila diesen Schriftzug Epic, wie wir ihn bereits kennen. Ansonsten ist die Box quadratisch und echt, echt verdammt hoch. Rundum schwarz gestaltet und auf der Rückseite, also beziehungsweise zur Unterseite, finden wir die Nummer. Also erst hat es geheißen, die Version oder diese Box ist auf 1000 Stück beschränkt. Ich glaube, bei Amazon steht nach wie vor 1000 Stück. Das dürfte man dann erhöht haben. Also mittlerweile haben wir es mit 2000 Stück zu tun. Meine Box ist 1517 und unten haben wir noch einen Barcode und die Credits. Alles klar. Gut, dann schauen wir mal, was sich darin befindet. Wenn ich den Deckel abbekomme. Da bewegt sich nicht viel. Aber jetzt. So, also. Innen das Ganze ebenfalls komplett schwarz. Und dann kommen wir zum Inhalt. Also, wir haben einmal die Kappe, die Epic Cap. Das Album an sich in der Premium Edition. Den USB-Stick mit dem Maskulin oder Epic Drum Kit. Und dann haben wir natürlich den Hauptbestandteil, die Vinyl zum Album Epic. Die untere Seite der Box ebenfalls komplett in Schwarz gehalten und werden das Ganze jetzt mal wieder zumachen. Also, wie gesagt, von der Größe der Box, es ist echt, ihr kennt das Format von so einer Vinyl, hat schon viele gegeben, allerdings in dieser Höhe noch nicht. Weiß nicht, ob die Kappe da der ausschlaggebende Grund war, weil die hätte man ja eventuell ein bisschen zusammendrücken können, aber die Box ist auf jeden Fall 2 bis 3 Mal so hoch wie so eine normale Vinylbox, also wie die normale Epic Box. Okay. Das Ganze ist natürlich ebenfalls wieder in Plastik eingeschweißt, sprich wir werden auch hier wieder vorab mal das Plastik wegmachen. Ist nur die Frage, wo wir hier am besten ansetzen. Also hier haben wir einen kleinen Zwischenraum. Will natürlich da jetzt nicht großartig. So, das sollte reichen. Jawohl. So, und dann fahren wir noch einmal der Länge nach. So. Das ist die Vinyl. Und dann haben wir natürlich ja auch noch den USB-Stick. Der ist ebenfalls in Plastik. So, auch hier das Plastik weg und dann haben wir auch noch das Album
in Plastik eingeschweißt. Also alles bis auf die Kappe in dieser Box in Plastik. So, aber jetzt. Gut, dann fangen wir an mit dem Album an sich. Premium Edition, Epic. Dem einen oder anderen wird das noch bekannt sein von der Box, die es damals im Juni gab. Wir haben hier einen Pappschuber. Vorne drauf am Cover Sophia Tomala. Und auf der Rückseite die Tracklist, 17 Tracks inklusive Instrumentals. Features von Remo und Mortel, jeweils zweimal. Meine Favoriten des Albums sind nach wie vor, wie auch schon damals im Juni, Track Nummer 4, Slow Motion, und Track Nummer 10, Sollte so sein, mit Mortel. So sieht das Album aus. Epic Executive Producer Flair lesen wir hier. Also sehr minimalistisch gehalten und das Ganze kommt ohne Booklet daher und hier wurde einfach direkt auf das Cover, auf das Super Jewel Case draufgedruckt. Die CD an sich in Schwarz gefällt mir richtig gut und auch die die Instrumentals CD. So die Frage, ich hoffe, das hält. Ja. Und die Instrumental-CD ist ebenfalls in Schwarz gehalten. Bin generell immer Fan und finde das generell immer sehr schön, wenn das Ganze nicht dieses Standard-Silber hat. Auch wenn mir jetzt hier gerade so ein Zahn abgebrochen ist. Natürlich nicht gut. Aber die CD hält trotzdem fest. Super Jewel Case. Gefällt mir sehr gut. Und das Ganze eben hier mit diesem Pappschuber auch sehr gut zu verstauen. Sehr schön. Dann haben wir die Vinyl Edition, eine Doppelvinyl. Hier auf dem Cover Flair Jalil Epic lesen wir hier und hier in diesem Violett Ton, in diesem violetten Kleid. Ja, wenn man es überhaupt als Kleid bezeichnen kann, ist mehr so ein Streifen, Vorhang, keine Ahnung, wie man das bezeichnen soll. Die junge Dame, die wir auch schon auf der CD abgebildet haben. Sophia Tomala, allerdings hier in Farbe, hier der Verbraucherhinweis. Und auf der Rückseite lesen wir die Tracklist, das Ganze natürlich auf 4 Seiten verteilt, A, B, C und D Seite. 4 Tracks hier, 4 Tracks hier und dann noch hier 5 Tracks. Alles klar. Gut, das Ganze sieht folgendermaßen aus. Also, wir haben hier auf der linken Seite Flair, auf der rechten Seite Jalil und dann haben wir die erste Vinyl auf der linken Seite. So sieht das Ganze aus. Das ist in einer, in so einer weißen Papierhülle, wie immer bei Vinyls. Und es ist nur die Frage, es müsste oben aufgehen. Die Vinyl, richtig krass, nicht so 0815 in Schwarz, sondern in Violett und Weiß gehalten. Also, von den Farben her auf jeden Fall ein Highlight. Gefällt mir richtig gut, diese Kombination. Auch wenn ich die Vinyl in Violett genauso gefeiert hätte, aber Violett und Weiß, auf jeden Fall eine Top-Kombination. Violett generell, eine meiner Lieblingsfarben. So, das war eben die A- und die B-Seite, also Vinyl Nummer 1. Und dann auf der rechten Seite, beziehungsweise auf der Jalil-Seite, haben wir natürlich auch noch eine Vinyl drinnen. Diese beinhaltet dann die C- und D-Seite. Also, auch hier wieder Violett und Weiß, C- bzw. D-Seite. Jetzt müssen wir über das. So, jetzt hätten wir es geschafft.
Dann haben wir als weiteren Boxinhalt den USB-Stick. Also, dieser USB-Stick ist ebenfalls in diesem Violettton gehalten. So ein Standard-USB-Stick zum Ausklappen. Hier haben wir noch das M von Maskulin. Die Seite glatt silber. Und steht jetzt leider nicht, wie groß der ganze, also wie groß das Speichermedium ist, wie groß der USB-Stick ist. Allerdings ist ja die Größe relativ egal, weil es ja hauptsächlich auf den Inhalt drauf ankommt, der sich da oben befindet, nämlich dieses Drumkit. Das heißt, für alle von euch, die vielleicht Beats produzieren oder das in Zukunft noch machen möchten, ist dieser USB-Stick sicher eine gute Sache, um diesen Epic Sound oder diesen generellen Flair Sound vielleicht etwas nachzubauen. Dann haben wir als letzten Bestandteil noch die Cap. Hier lesen wir Epic in dunkelgrauer, silber-dunkelgrauer Schrift. Die Cap in so einem hellen Beige-Ton gehalten. Das machen wir natürlich noch raus. Maskulin lesen wir hier innen. Hier ist noch ein M, ein Leder-M aufgenäht. Und hier natürlich dann die Öse, beziehungsweise das Metallteil, um das ganze Größen zu verstellen und an euren Kopf anzupassen. Und hier innen haben wir noch durchgängig Maskulin, Jalil, Flair, die Schriftzüge durchgehend. Und was haben wir hier noch? Groove Attack GmbH, Köln, Deutschland. 100% Baumwolle, hergestellt in China. Alles klar. Also, fühlt sich auf jeden Fall gut an, auch wenn die Kappe vom Stil her nicht ganz so mein Fall ist. Also, ich stehe dann doch eher, wenn ich überhaupt Kappen trage, mehr auf Snapbacks und jetzt nicht auf diese herkömmlichen, sage ich mal, Kappen. Aber sieht durchaus tragbar aus. Kann man gut anziehen. Alles klar. Dann fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Also, wir haben einmal die Doppelvinyl des Albums Epic, die eben gezeigte Kappe, das Album an sich in der Premium Edition mit Pappschuber und Instrumentals CD und der USB-Stick, der die Sounds bzw. das Epic Drum Kit beinhaltet. Das alles in dieser wunderbaren Box. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. von der Box? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Flair und Jalil unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.